Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ja, wir haben die Schnecke, die wird analysiert. Ich mache mal das Licht aus, es frisst einfach Performance. Läuft immer noch. Und ansonsten haben wir jetzt ja gesagt, wir wollten hier gern diesen Logik. Ich finde den sogar wichtiger als diesen Brennstoff, wenn ich ehrlich bin. Obwohl man Brennstoff sparen könnte, aber es gibt echt genügend auf der Welt. Das heißt, wir werden jetzt das machen. Und dafür gehen wir hier mal hin. 500 brauchen wir. Und das ist halt, wie gesagt, der Vorteil mit diesen Dingern. Du nimmst dir raus, fertig. Und das wünsche ich mir hier auch. Bevor wir dann eine vollautomatische Fabrik bauen. Wir brauchen übrigens 400 Eisenbarren. Das nur mal so zur Veranschaulichung. 400, das heißt, da brauchen wir jetzt auch nichts rausnehmen. Wir warten, bis 400 sind. Es bringt ja nichts. Ich habe übrigens, man hört es vielleicht nicht, aber ich habe ein bisschen die Sounds verändert noch. Ich habe das hier mal ein bisschen leiser gemacht. Die Geräusche sind immer noch ein bisschen mächtig. So, wir gucken mal, was diese schöne Schnecke da macht. Die wird hier analysiert, die läuft auch nicht weg. Das ist der Vorteil. Dauert noch 50 Sekunden. Ja, und dann, es treibt mich natürlich so langsam in die Welt. Wir sind ja mittlerweile ja schon in Folge 3. Ist es 3 oder 4? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Es treibt mich da schon raus. Da, oh, mein entzündetes Auge sieht auch da eine Schnecke. Da kommen wir sogar recht schnell hin. Man mag es nicht glauben. Es gibt später bestimmt auch Möglichkeiten, gegen diesen Gift vorzugehen. Denn das ist unser Problem. Da oben ist Gift. So. Also hinkommen würden wir da schnell, aber wir würden es nicht überleben. Das wollte ich damit sagen. Die habe ich noch nie verwendet. Sollten wir vielleicht einmal herstellen. Das, ich weiß nicht, ob das einfach eine Lichtquelle ist oder... The MAM has completed its analysis. MAM ist übrigens Forschung. Oh, die Schnecke wurde aufgesaugt. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fix-it technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Ah, ich verstehe. Wir müssen in Hub Tier 1. Das müssten wir machen. Das geht sogar easy. Wir machen erstmal das sogar. 50, 50 und 100. Komm her. Was kostet die Welt? Dann müssen wir da nochmal 100 holen. Und hier bräuchten wir 150. Das Schöne ist, wir können es halt passend nehmen. Wir könnten das jetzt auch splitten, aber wir können es ja so machen. Das ist zufällig eh gerade die richtige Zahl. So, und da hinten brauche ich doch nochmal 100. Das passt schon. Wir könnten jetzt hier rechte Maustaste und das so verändern, wie uns das beliebt. Es ist leider nicht so genau, wie ich mir das wünschen würde. Aber hey... Was soll denn das? Alter, ich verzweifle. Weißt du was? Ist mir zu doof, wie dem alle. Da quäle ich mich nicht rum. Also sorry, das ist es nicht wert. Das haben wir. Und diese Schnecke brauchen wir einfach, damit wir hier den Prozess beschleunigen. Denn, das geht einem echt an die Nieren. So, jetzt müssen wir mal gucken. 50 braucht man davon. Und schon ist das Eisen wieder weg. Und 50 hier. Und darum ist die Forschung recht wichtig, dass man da halt wirklich immer auch neue Sachen kriegt. Sollte man nicht vernachlässigen. So. Et voilà. Und jetzt haben wir hier so einen Button. Bam! Und das Ding fliegt weg.
und kommt in 2 Minuten 22 wieder. Ja, wir schauen uns das mal an. Werden wir jetzt nicht immer machen, denn das ist dann doch zu übertrieben. Schon krass. Schon krass, auf jeden Fall. Ja. So kann das gehen. Und dann müssen wir den wieder nehmen. Da könnten wir jetzt theoretisch gesehen hier die... Geht nicht. Die 500 kriegen wir da nicht rein. Aber wir können Schnecken machen. Schnecken bedeutet Batterien. Batterien bedeuten Effizienz. Und Strom haben wir noch in Überfluss. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. Wir könnten hier jetzt mal 2 Schnecken reindrücken. Ich glaube, das wäre ganz cool. Dann ist die doppelt so schnell. Ich hoffe, von der Effizienz ist das kein Problem. Jetzt schafft die 60 und sie fördert 60. Das heißt, es gibt hier keinen Rückstau mehr. Strommäßig kommen wir hier echt am Limit. Mehr geht nicht. 39 verbrauchen wir von 40, die da sind. Also wie gesagt, mehr als das geht nicht. Und wir könnten das hier jetzt natürlich manuell alles verarbeiten und das beschleunigen. Dann sind wir ehrlich, wir brauchen jetzt so viel. 400. Dann nehmen wir 200 so und 200 machen wir halt nochmal. Da greifen wir halt nochmal auf die eisernen Reserven zurück. Ich sag ja so, zwischendurch muss man das vielleicht immer nochmal machen, dass man nicht auf der Stelle steht. Und das wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten funktioniert das halt automatisch. Und jetzt ein bisschen schneller alles, das ist optimal. Die nächste Forschung dürfte auch bald fertig sein. Das Schöne ist, man bekommt immer Nachrichten, also das ist überhaupt kein Problem. Ja, und das haben wir vorher gemacht. Ah, das Flugzeug landet wieder. Und ich hoffe, dass es eines der letzten Male ist, wo wir das hier manuell machen müssen. Es ist ein bisschen, naja, nicht so einfach, sagen wir mal. So, die letzten. Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. Sehr schön. Wir können jetzt weitermachen. Ja, ist das spannend. Und das, was wir haben, reicht noch nicht mal. Ich habe mich nämlich vertan. Wir brauchen nicht 400, wir brauchten insgesamt 600. Na gut, ein bisschen was haben wir gemacht. Wir können die 200 Eisenplatten zumindest schon mal herstellen. Und schaut mal, wie gelb das wird. Das dampft und raucht hier schon. Das ist schon ziemlich cool. Und das kann auch ganz verschwinden hier. Aber es geht nicht kaputt. Also das habe ich schon probiert. Ich habe schon viel größere Prozesse hier drin manuell entwickelt. Da geht nichts kaputt. Der Hammer würde irgendwann verschwinden. Die Schrift verschwindet. Die Punkte sieht man nicht mehr. Die Ritzen bleiben aber. Man sieht es. Das ist so langsam das Optimum. Jetzt geht der Punkt weg. Man könnte den übrigens drücken. Wenn ich jetzt aufhöre, könnte ich auch weitermachen. Das ist das Krasseste, was geht. Schlimmer wird's nimmer, sozusagen. Und ja, das ist schon nicht schlecht. So, die ersten haben wir. Die tun wir da jetzt auch rein. Jetzt fehlen nur noch 200 Eisenstangen. So. Und da wir jetzt 60 in der Sekunde fördern... Ja, schaut mal. In der Minute. In der Sekunde ist gut. Eine pro Sekunde. Geht es natürlich wesentlich schneller voran. Wir können das auch noch mehr hochpushen. Das geht auch. Aber dann bräuchten wir ein neues Stromnetz. Und darauf habe ich jetzt nicht so die Lust, wenn ich ehrlich bin. Wir werden jetzt mal gucken, dass sie anknüpfen, dass sich das besser verteilt, alleine verteilt. Obwohl auch da die Frage ist, ob sich das lohnt. Wir bräuchten noch mehr Strom auf jeden Fall. Andererseits muss man sagen... Oh, voll übersteuert. Andererseits muss man sagen... Entschuldigung... Andererseits muss man sagen, ja, wollen wir uns die Arbeit ja auch erleichtern. Also, was bleibt? Ist da groß übrig? Irgendwas müssen wir machen.
Wir könnten natürlich auch, das geht auch. Nein, wir lassen das so. Das passt schon. Wir werden so viel nicht verbrauchen, wie wir produzieren. Weil wir werden ja auch Reisen machen. Und auf Reisen produzieren die weiter. Also von dem her sehe ich da keine Probleme. Und mit den Reisen fangen wir bald an. Ich denke mal, in 2 Folgen ungefähr werden wir auch die erste große Reise unternehmen. Und ehrlich gesagt würde ich gern euch das zeigen, wo ich zufällig gelandet bin. Da müssen wir auch eine Menge Zement haben. Die haben wir. Bam! Einmal ist so eine Affenhand oder sowas gekommen bei mir in Singleplayer. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. Wir können hier schon. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Also man kann sich natürlich auch aussuchen, was man als nächstes haben will. Das ist auch vielleicht recht wichtig. Das wäre wichtig, weil wir hier einfach den Brennstoff haben. Den sollten wir mitnehmen. Und wie sieht's hier aus? Sehr schön. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacochloris pumiscata or fluffy-tailed hog. Ja, also wir brauchen jetzt 300, 450. 450 Eisen wieder. Das ist natürlich nicht so wenig. Zack, da haben wir den 500er Stack. Perfekt. Wie sieht es denn hier beim Zement überhaupt aus? Der geht natürlich sehr langsam voran. Könnten wir auch beschleunigen, brauchen wir aber nicht. Wie gesagt, der Stromverbrauch würde steigen. Ja, ich würde den Milestone jetzt erstmal machen, bevor wir hier... Andererseits, komm mal her. Wir machen die Förderbänder. Ist krass, wie laut das hier ist. Wir machen mal, was weiß ich, 30 hiervon. Reicht das? Wir machen 40, komm. Und 60 hiervon. Das läuft. Dann sollten wir auch alles herstellen können. So, Evona, und jetzt müssen wir mal gucken, denn jetzt braucht man den Splitter hier. So, den haben wir natürlich hier. Ich wollte nur gucken, da ist auch noch was Neues. Das war so ein Biomasse-Generator, okay, und hier der Weltraumlift, der wird krass. Aber ehrlich gesagt hört sich das auch schlimmer an, als es ist. Jetzt müssen wir mal schauen, es geht da rein und da überall raus. Gut. Das heißt für uns, wie gesagt, es ist rudimentär. Erwartet jetzt nicht bitte, dass das mega schick ist oder so. Es ist eine rudimentäre Anlage und es fehlt uns Zement, okay? Also wenn wir eins haben, dann ist das Zement. Ich nehme mal alles mit. Wir werden dann natürlich ganz fachkonform noch bauen. So. Und dann geht das hier durch. Und der teilt das. Der teilt das gerecht auf. Einer geht dahin, einer geht dahin. Und so sieht das dann aus. Die sind natürlich noch zu, ganz klar. Da passiert noch gar nichts. Gut, bevor wir das haben, brauchen wir ein Kraftwerk. Da kannst du sagen, was du willst. Und bis auf eine Platte könnten wir das sogar bauen. Und da müssen wir Kraftwerk... So. Müssen wir hier noch ein Kraftwerk hinstellen. Auch das ist noch rudimentär, bitte. Das ist nichts, was endgültig fertig ist. Okay. Dann geht auch da Biomasse rein. Wir können ja nochmal hier holen. Ein bisschen was haben wir ja noch. Wir füllen das hier auch nochmal auf. Ich sehe gerade,
dass das hier natürlich jetzt auch sich langsam aufbraucht. So, dann könnten wir hier nämlich noch so einen Pfosten hinstellen. Ich hoffe, wir haben Ressourcen, haben wir. Wunderbar. Zack. Der wird einmal damit verbunden, einmal damit und hiermit. Was wird benötigt? Ah, okay. Es fehlt immer irgendetwas, ne? Irgendwas ist es immer, was fehlt. Da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Ja, der Draht wird auch recht langsam hergestellt. Wir haben eine Schnecke. Wir können auch das ein bisschen mal beschleunigen hier. 15 pro Minute. Was schafft der denn hier? 30 pro Minute. Also hier wenigstens auch auf 30 bringen. Ja, so 100% reicht noch nicht. Eine Schnecke fehlt noch. Aber es ist schon mal ein bisschen besser. Habe ich jetzt den Draht mitgenommen? Nein, ne? Ich bin nicht so klug. So, doch habe ich. Ich glaube, hier außenrum ist es ein bisschen einfacher mittlerweile. So. So, dann haben wir das auch. Okay, und jetzt müssten wir gucken. Jetzt brauchen wir natürlich wieder die Container. Dafür brauchen wir... Boah, wir brauchen wieder Eisen. Unglaublich, was hier verlangt wird. So, dann machen wir mal Eisenplatten. Komm mal her. Das ist kein Problem. Brauchen wir eh genug. Also können wir hier auch alles zu Eisenplatten verarbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Sagte er und bereut es gleich schon wieder. Ja, das kann natürlich immer passieren. Komm mal her, wir nehmen doch ein paar Rods. Ein paar Rods dürfen es sein. Rod Stewart zum Beispiel. So, dann haben wir da noch ein bisschen was geschafft, meine Damen und Herren. Alle einsteigen, festhalten. Welcher Spieler ist im Weg? Das verstehe ich nicht. Och nö. Nicht genügend Freiraum. Komm mal her, wir machen das so. Was soll's? Und wie gesagt, ich weiß, das sieht echt heftig hier jetzt gerade ein bisschen doof aus. Aber hey. Okay, es gehen mehr raus, als benötigt werden hier auch. Sehr schön. Also als Nachkommen. Das läuft. Ja, und dann würde ich sagen, müssten wir jetzt warten, bis alles soweit ist. Das ist das Krasse. Wir können hier mal den ganzen Kram reinhauen. Und dann sehen wir, was uns noch fehlt. Wir könnten parallel schon mal mit was anderem anfangen, dass wir hier die Zeit nicht verbuchen. Ach, das passiert doch niemals. Fundament. Und zwar würde ich gerne... Ich bin mir nicht sicher, ist das richtig? Ich glaube schon. Wir gucken mal. Ich würde hier hinter dem Busch anfangen wollen, hinter George W. sozusagen. Boah, kommen wir da hoch? Ja. So, und dann bauen wir hier schön zementig an. Ist ja logisch.
nein. Ja, das passiert öfter auch mal, muss man sagen. Dass man sich so ein bisschen verdrückt und dann ärgert. Das ist, wenn man so schnell kommt. So, und hier drauf können wir dann perfekt bauen. Die Natur liebt das. So. Ach, es beginnt alles mit dem Fundament. Sehr schön, sehr schön. Der Größenwahn kommt zum Vorschein. Sind wir doch ehrlich, ihr habt doch alle drauf gewartet. Boah, jetzt zuckelt's leicht, das akzeptieren wir nicht. Nicht genügend Freiraum. Ah, okay. Ich verstehe. Okay, das war's. Für den Anfang. Ist das ja nicht so schlecht. Ich hoffe, hier wächst nichts mehr, diese Ungeziefer. Das kann mal so ein bisschen bleiben. So ein bisschen grün ist ja nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal. Ja, wie gesagt, hat den Vorteil, boah, übersteuert manchmal leicht, muss mal Mischpult, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Müssen wir mal gucken. Das reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Gut, aber wir wissen jetzt, was Sache ist. Es sind nicht mehr viele. Die Rods haben wir jetzt. Und die Platten, das wird ein bisschen schwieriger. Wir finden immer noch 10 Stück. Das akzeptieren wir nicht. Ja, es müsste schneller ankommen. Da müsste hinten noch schneller gearbeitet werden. Hier an der Stelle. Der müsste noch schneller sein. Eine Schnecke kriegen wir hier noch rein, ne? Eine nur noch. Und hier auch eine. Dann würden wir... Ja, 60. Also 2 Schnecken bräuchten wir hier noch, um den Prozess zu optimieren. Ach schon. Komm. Rein da. So. Da machen wir das nämlich auch. Die Forschung ist auch fertig, glaube ich. Zack. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. So. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. 10 Panzer brauchen wir. Paleodictyopra berries or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. In Hub Tier 1, da sind wir ja gerade. Das können wir quasi machen. Dafür brauchen wir 2 Beeren. Die haben wir sogar schon. Das heißt, das können wir gleich machen. Sehr schön. Und darum sage ich, die Forschung ist nicht zu vernachlässigen. Trinken ist auch leer. Gleich ist aber ja auch Folgenende schon. Da kann ich mir was Neues holen. Schönes Sprudelwasser. Ja, wie sieht's hier aus? Können wir hier weitermachen? Naja, eher schlecht als recht, würde ich sagen. Aber gut, wir tun erstmal so, als wäre das alles perfekt. Verstehst du das? Voll übertrieben hier. Das war's. Ja, man sieht hier das Gefälle schon, wie niedrig das noch hier ist. Man kommt hier schon fast so hoch. Und auf der anderen Seite ist es extrem. Na, da sieht man schon, dass hier ein Gefälle drin ist. Wird interessant mit unserer Bauweise. Ich bin mal gespannt.
Und ich würde auch langsam gerne, ehrlich gesagt, eine erste Reise unternehmen. Aber ein, zwei Folgen werden wir uns ja noch gedulden müssen. Der scannt das Erz noch. Ich warte auf die 48 Sekunden. Es lohnt sich nichts jetzt anzufangen. Doch, wir könnten nochmal Pilze sammeln. Das kennen wir natürlich auch noch. Ganz klar. Okay, ich brauche euch. Kommt mal her. Den nehmen wir natürlich hier zuerst. Alter! Wir brauchen den hier. Den. Läuft schon weg. Mädchen, Weichei! Renn nur nicht weg! Sehr schön. Gut, wir können die Bären reintun. Gut, haben wir die Pilze halt jetzt nicht geholt. Man kann ja auch nicht alles haben. Übrigens, auf dieses Flugzeug kann man auch gehen und durch die Welt fliegen. Das Problem ist, man stirbt garantiert dabei. Und das Problem ist, dann seinen Leichnam zu finden. Und ewig einen auf der Karte zu haben, will ich auch nicht. Das war's schon. Okay. Jetzt können wir wählen. Wollen wir das? Plus 5 Inventory Platz. Ich glaube, das ist fast am sinnvollsten. Wir können natürlich auch hier hingehen. Kettensäge, 5 Inventory Platz. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Da haben wir nicht genug. Und dann gehen wir hin und holen uns den ganzen Kram. Und wie gesagt, das ist jetzt der Vorteil. Jetzt geht es einfach alles automatisch. Wir haben hier gar keine Qual mehr. Ah, der kommt aber nicht hinterher. Wir haben auch keine Batterie da. Okay. Da müssen wir nochmal gucken, was? So, auch das müsste man dann mal optimieren. Aber wie gesagt, so 1000%ig rund läuft es noch nicht so, wie es soll, aber... Das kommt. Ah, reicht noch nicht ganz. Reicht hier auch noch nicht ganz. So, wir können ja schon mal das Wichtigste hier reinhauen. So, und dann sehen wir, es fehlen nur noch Restbestände. Und was wir jetzt mal machen können, ist, die Lebensenergie ist dann doch ein bisschen down. Und das muss ja nicht sein. Der Elevator, den müssten wir auch noch bauen. Alter, das wird noch was werden. Was haben wir hier alles? Hier haben wir noch nichts Neues. Und das läuft wahrscheinlich auch noch länger. 10 Minuten. Wie sieht's denn hier aus? Oh, wir brauchen langsam. Wir müssen leider bald wieder... Nächste Folge, wenn wir eine Runde gehen müssen. Da kannst du sagen, was du willst. Denn wir haben ein Problem. Uns geht die Biomasse aus. Oh, wir können Brennstoff machen. Wie gut. Das ist wirklich gut. So, dann die hält wesentlich länger. Die ist viel effizienter. So. So, dann haben wir 3 in etwa gleich große Felder. So. Und hier kommt der dritte. Und dann können wir das da auch zu verarbeiten. So, dann haben wir noch mal ein bisschen was. So, ist jetzt nicht gerecht geteilt, aber hey, wer braucht schon gerecht?
Wie gesagt, wir müssen jetzt langsam eine Runde machen. Halt, können wir dahin. Lange drücken können wir uns auf jeden Fall nicht mehr. Das ist auch alles voll. Sehr gut. Nächste Stufe geschafft. Ach, ist das schön, dass es so automatisch geht. Es ist ein Traum, ist das. Das ist ein wirklicher Traum. A dream is true, sag ich nur. Zack. Und größeres Inventar. Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the build menu. Das brauchen wir nicht so. Ganz ehrlich, lieber investiere ich hier nochmal in den hier. Den will ich haben. Den und keinen anderen. Ja, das wird schon schwer genug. Wir müssten... Ja, vor allen Dingen, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kann ich euch mal erklären. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge zeige ich was Neues. Sehe schon, wir überziehen schon. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Zeitraum, gehabt euch wohl. Und lasst doch gerne auch einen Daumen hoch da. Und abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Macht's gut. Ciao.